Servus meine Lieben, ich begrüße euch tatsächlich zu einem neuen Video von mir. Ich konnte es kaum glauben, ja, aber es ist so, also was heißt ich, wir, Christian ist am Start und der Philipp sitzt auch hinten drin. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Grämer. Es ist schon ewig her, wo ich das letzte Mal beim Grämer war. Ich glaube, das letzte Mal war, wo ich mit der Anna war, das war im Frühling. Und jetzt wollte ich einfach mal so ein bisschen die neue Herbst-Winter-Kollektion abchecken und hoffe natürlich, dass ein paar Schmankerl dabei sind. Ich freue mich schon. Ich habe mir jetzt gar nicht irgendwie eine Liste geschrieben. Ich habe jetzt vorher auch gar nicht groß mir Sachen rausgesucht. Ich werde mich da jetzt halt total überraschen lassen. Und dann schauen wir mal, was in meinem Einkaufswagen landet. Wir haben leider nur ein klitzekleines Zeitfenster. Der Christian erklärt euch deshalb gleich mal den heutigen Ablauf. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem neuen Video. Zum Ablauf. Wir fahren jetzt da hin. Du stürmst sofort rein zum Grämer. Sagst hallo, ich bin's, die Lisa. Ich muss heute da filmen. Dann lässt du den Grämer durch. Zack, 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 zack. Filmst du alles. Dann fahren wir wieder heim. Wieso pressiert uns so? Das Runde muss in das Eckige. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Der Christian hat das alles richtig, richtig gut durchgeplant. Gell? Ja, ich bin jetzt aber erst einmal gespannt. Ich glaube, dass halt richtig zugeht, weil es gibt ja jetzt quasi heute noch die 10% und den Halloween Special. Und jetzt ist Samstag auch noch und die 10%. Deswegen glaube ich, dass halt richtig viele Leute sind. Ja, ich bin mal gespannt. Da, okay. Schön, dass ich meine Männer dabei habe, die wo sie halt um alles kümmern, gell? Dann haben wir da jetzt mal über die Halfter. Ich brauche jetzt eigentlich nicht wirklich eins, aber durchschauen kann man natürlich immer mal. Da natürlich wieder die ganzen Plüschis, gell? Deswegen auch ganz viel für euch. Da ist auch ein komplett Plüschhalfter. Das ist ja schön. Einmal Lederhalfter haben wir in schwarz, richtig cool mit diesem rund geflochtenen und das gibt es jetzt so auch nochmal in braun. Das gefällt mir richtig gut. Glitzer, glitzer, glitzer. Ja, wie ihr schon wisst, meine Lieblingsecke, die Heunetze. Bei keinem Grämerbesuch dürft das fein. Ja, ein Must-Have. Mein Favorit wird wahrscheinlich immer das bleiben. Diese Farbe ist einfach der absolute Knaller. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send. Cause I don't know you. I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car, we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time.
haben wir jetzt die wunderschönen Putztaschen. Zu dem Thema habe ich euch ja jetzt letztens ein neues Video hochgeladen. Schaut mir, das finde ich auch richtig cool. Ist zwar jetzt, ja, jetzt nicht so richtig farbig, aber ich liebe einfach sicher die Naturtöne. Oder die da, die habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch überlegt zum Kaffee. Die finde ich auch total schön mit den verschiedenen Grüntönen. Die ist natürlich auch mega sweet, finde ich. Mit den Blümchen und dem Einhorn. Richtig schön. Jetzt habe ich ja die Putztasche schon eine Zeit und ich kann euch wirklich nur so einen Daumen nach oben. Ja, ich weiß gar nicht, wieso ich mir nicht schon früher diese Putztasche zugelegt habe. Ich finde es echt super, auch von der Größe, also da kann man gar nichts sagen. Ich bin mega, mega zufrieden. Das ist übrigens der Putzkoffer. Ich glaube, das ist der. Oder nein, den da. Das ist der Putzkoffer, den habe ich mir geholt für die Putzsachen, wo die Therapiekinder hernehmen. Genau, der ist einfach so ein bisschen kleiner. Ja, auch ganz praktisch. Gibt es auch in alle möglichen Farben. Ansonsten bin ich ja jetzt nicht so der Putzkoffer-Fan, sondern ich bleibe bei der Putztasche. Passend für diese süße Putztaschen gibt es natürlich da auch die ganzen Putzsachen mit dem süßen Motiv. Da ist auch noch eine mit so ein paar Blümchen und da, das finde ich einfach auch so ein richtig schöner Farbmix, dieses Rosa und das Mint. Ja, das darf jetzt zu der braunen Putztaschen passen, also man kann sie da wirklich farblich total austoben. Auch noch dieses Camouflage-Motiv. Mein so mintfarbenes mit Eukalyptus. Ich liebe Eukalyptus. Der ist, glaube ich, auch total neu. Der hat so einen Glitzergriff. Wow, richtig, richtig edel. Ist da auch noch. Ja, die Reihe ist schon fast so ein bisschen ausgeglaubt. Da glitzert das auch. Diese Reihe, die kenne jetzt ich auch noch gar nicht. Diese braune Showmaster-Reihe. Ich glaube, die ist jetzt auch neu. Schaut natürlich, finde ich, auch total edel aus. Mit diesem braunen Holz, mit den braunen Borsten. Genau, da gibt es auch coole Hufbürste dazu. Und ihr wisst, All-Time-Favorite, meine geliebte Classic-Line Showmaster Fellbürste. Genau, lieb's einfach. Was ich glaube ich noch nie in meine Videos gezeigt habe, diese Hundelmäntelchen. Ich sag's euch, da gibt's richtig verrückte Sachen für die Hündchen. Weihnachtsoutfit, ja irgendwie schon sehr süß, gell? Oder auch das. Ach, da haben wir auch noch eins, Schatz, mit Elchohren. Wahnsinn. Was ist? Männer machen Pause. Gell, Christian? Anstrengend. Du eine Pause machen, oder? Ja, ganz eine, kurze Pause ist das beim Philipp immer. Ja? Ja, bei mir. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
crazy. I drag you out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Dieses Dietz Winterboots, ich glaube, das haben ja, glaube ich, alles die gleichen. Die habe ich auch daheim in so einem Cognac. Die finde ich sehr, sehr gut. Ich trage die total gern und die halten auch den Fuß richtig warm. Wenn ihr jetzt die Farbe sieht, da die auch schon gern wieder neu haben oder die da. Aber die anderen, deren es aktuell noch. Übrigens, ich habe früher nur mit Schleichtiere gespielt. Und was hätte ich dafür gegeben, dass es so viele verschiedene Sachen da jetzt gibt? Schaut mal, ein Barrel Racer. Das hat es einfach früher alles nicht gegeben. Schaut euch mal das Haus und diese Stelle einfach an. Boah. Also da war ich echt nochmal richtig, richtig gern Kind. Gell, Philipp? Oder da so Bauwagen, mega cooler Reiterstübel. Ich habe jetzt beim Krämer direkt vergessen, den Abschluss vom Video zu machen. Daher mache ich das jetzt einfach nur schnell, jetzt wo wir vorher gerade heimgekommen sind. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ich darf mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht über ein oder zwei Kommentare. Es wird natürlich wie immer einen passenden Krämerhaul dazu geben. Da werde ich euch dann auf Instagram ganz rechtzeitig mitteilen, wann der online geht. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Fett euch!